In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe das an, was ich gestern anhatte, aber ich hatte das auch nur an, weil wir kurz einkaufen waren. Genau. Das habe ich übrigens von Shein. Die Seite kennen bestimmt total viele von euch. Aber ich zeige euch das trotzdem noch einmal. Und zwar ist das ein sehr schönes Kleid. Und zwar ist das dieses wunderschöne Kleid. Ich habe das jetzt in M bestellt. Aber das hätte ruhig auch in S sein können. Und dann habe ich noch zwei Kleider von denen bekommen. Die sind auch wunderschön. So ihr Lieben, und zwar ist das dann noch einmal dieses Kleid. Richtig schön. Das kann man hier vorne so zubinden. Also das ist jetzt hinten. Das muss man dann so hier vorne zubinden. Das kann man total schön im Herbst anziehen. Entweder mit einer roten Strumpfhose. Also nicht rot, sondern einfach diese Farben hier, damit das nicht allzu düster ausschaut. Dann habe ich mir das hier bestellt. Und das kostet nur 20 Euro. Und zwar ist das dieser Overall. Richtig schön. Ich dachte ja, mir wird das niemals stehen. Aber ich habe das anprobiert. Aber dann meinte er auch zuerst, es wird nichts und bla bla bla. Und als ich das anhatte, meinte der Schatz, das sieht voll geil aus. Und ich muss das auf jeden Fall mit einer. Das ist übrigens auch Größe M. Ich muss das auf jeden Fall mit hohen Schuhen anziehen. Das kann man sogar auf Hochzeiten anziehen, finde ich. Und die Preise bei Shein sind der Hammer. Also die Preise sind wirklich top. genau, mit dem Code 10SAID, ich blende euch das hier ein, bekommt ihr 10% auf alles ab dem Einkaufswert von 49 Euro. Und ich finde, da kann man auch nichts sagen. Die liefern innerhalb 3-4 Tagen. Und dafür ist das top, finde ich. Ich verlinke euch die Sachen, die ich bestellt habe, jetzt unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch das mal alles anschauen. Und vielleicht haben ja einige von euch schon da bestellt. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung schreiben. Also ich finde, man sollte schon eine Nummer größer bestellen. Aber das jetzt, schaut immer, da ist ja immer eine Größentabelle. Ich würde lieber da reinschauen. Aber jetzt bei Hosen und so würde ich schon eine Größe größer nehmen. So, wir sind gerade nach Hause gekommen und Ordan macht jetzt leckere Pommes. Der dreht gerade durch. Hunger. Warte, ich wasche so lange die Teller. Lena, warum machst du dir den Schrank zu? Hey, das ist Lava. Ah. Lena. Was geht, lieber Zuschauer? Ja, wir haben uns sehr lange nicht gesehen, ne? Wir haben bestimmt mich vermisst, oder? Sag nicht mal dasselbe. Wann habe ich das gesagt, dass sie mich vermisst haben? Du sagst jetzt mal, hab ich. Hauptsache, schreit keine, ja. Wir haben dich das wirklich. Das sagst du auch, das hast du auch letztes Mal gesagt. Schwöre, Bruder. Hunger. Wir waren gerade insgesamt 1000 Papiere ausdrucken, Leute. Für die, die sagen, YouTube ist nicht schwer. Uff. Oder? Wenn du von einem Jahr alles... Das war aber meine Schuld. Eigentlich musst du alle 6 Monate alles machen. Und ich habe das jetzt... Ich habe ein Jahr auf einmal gemacht und das waren... Tausende von Papieren, die muss ich jetzt gleich sortieren. Stellt euch vor, wir haben für 30 Euro nur Papier ausgedrückt. 30 Euro. Ja. Mit 30 Euro in Afrika kannst du einen Mensch retten. Tschüss. Das war ein bisschen übertrieben.
Leute, wenn ich irgendwann nicht eine eigene Wohnung, aber wenn wir irgendwann eine größere Wohnung haben und keine Schulden und sonst was haben, dann will ich wirklich ein Kind adoptieren in Amerika. Afrika. Schatz, weißt du, wie viel das kostet im Monat? Hau ab! 25 Euro. Wirst du dadurch arm im Monat? Hau ab! Bist du Banane? Du hilfst einem Kind, der keine Eltern hat. Ein Waisenkind. Ehrlich, ich wollte damals schon immer ein Kind. Aber warum da? Warum nicht in Türkei? Warum nicht in Irak oder Syrien oder was weiß ich? Ist egal wo. Dann kriegst du so einen Zettel und da steht dann, dass du Mama und Papa bist. Krass, ne? Aber ich werde das auf jeden Fall machen. Die schicken dann jeden Monat Fotos von dem Kind. Richtig schön. Der lebt dann zwar im Heim. Oh mein Gott. Und auch der hat mir versprochen, wir drehen das Video, ne? Ne? Hä? Das Video. Hunger, Hunger. Du kannst nichts außer Hunger, Hunger, ne? Wallah, ich hab die falsche Kartoffeln geholt, ja? Ja, du musst es festkochen holen. Was hast du bekommen? Mehlig. Oben. Kiki, you love me. Scheiße, ich bin auch ein bisschen erkältet. Wieder gesucht. Nina, hey, deine Hände. Das kannst du nicht so essen. Ja, deine Hände musst du waschen. Hier hast deine Hände. Ja, tschüss. Ja, da. Das ist genau was für sie. Aber warte, du machst dich jetzt überall nass. Ja, Nina. Warte, ich muss kurz deine Blumen nach oben ziehen. Ja, Nina, da. Warum? Nein, warte, warum musst du deine Arme hochmachen? Kannst du das selber? Ja. Warte, ich zieh dich zu mir, ja? So, jetzt. Halli. Komm, Schmisterkam, tamam, das reicht. Nicht spielen. Halli, Nascha. Was? Lia süß immer? Ja. Oder du bist süß immer? Nein, Lia süß. Nein, Lina süß. Lina süß. Lina süß. Okay, Lina süß, Lia süß. Okay? Lia süß, Lia süß. Bobbe süß, Anne hässlich. Du Arsch. Nein, Bobbe süß, Lina Anne süß. Danke. Mein Kind hat Herz, nicht wie der Vater. Was hast du von mir? Ich werde nur Kacke von dir. Hunger, Hunger. Dieses Video nenne ich Hunger, Hunger. Sobald wir rausgehen, sie ist nur am Pennen. Faule Kuh, ja. Guck mal, Opa kocht. Mmh, lecker. Wow, das ist doch kein Kochen. Also, auch der tut nur Hähnchengewürz rein und Kurkuma, das war's. Papa? Ne? Papa? Ja, Papa. Warum? So, ich würde sagen, wir melden uns gleich, weil unser Akku geht leer. Nein! Hä? Hallo. Nein, ich brauche nicht. Hallo? Hallo. 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 Papa auch, hä? Das Haar ist. Warum hast du das da reingeschmissen, Papa? Ja, Anne. Hallo. Hallo. Papa, Anne, hä? Hallo. Anne. Sieht sie sich? Nö, ne? Guck mal da. Ja. Hallo. Das Lava. Das Lava, Bauke. Hallo. Das Lava, komm auf. Du hast deine Hände gewaschen. Ja, nein, das ist aber.
So ihr Lieben, wie man sieht, bin ich hier noch in Pyjama. Das liegt daran, weil wir heute Abend Besuch vom Steuerberater bekommen. Ich habe gestern Abend noch die ganzen Papiere geordnet, die wir gedruckt haben. Deswegen habe ich mich eigentlich gemeldet. Ich muss jetzt auf jeden Fall die Wohnung aufräumen. Um 17 Uhr kommt meine Freundin. Sie kommt direkt von der Arbeit hier hin. Und wenn ich dann Lina schlafen lege, kann sie kurz auf Lia aufpassen. Weil die Jungs kommen um 8.30 Uhr oder 8.45 Uhr und Audel ist erst um 8.45 Uhr zu Hause. Das heißt, ich bin heute den ganzen Tag alleine zu Hause und muss die Wohnung aufräumen. Morgen gehen wir dann mit meiner anderen Freundin frühstücken und zur Action. Und übermorgen kriegen wir dann wieder Besuch von Ninas Freundin wieder. Ja, die kommen dann zum Essen. Oh, der wollte Shifter machen. Also diese Frikadellen, was die Mama immer macht. Genau, deswegen muss ich jetzt hier aufräumen. Und den Boden wischen auf jeden Fall, weil Nina hat gerade ein Brötchen mit Remoulade auf den Boden geklatscht. Okay. Ja. Ich würde sagen, bis gleich, ne? So ihr Lieben, ich bin jetzt am Aufräumen hier und ich wollte euch mal kurz was zeigen von meinen Augenränder. Wir haben gestern sehr viel aussortiert und auch so Sachen, die ich von der Brandnussbox bekommen habe. Boah, mir ist so warm. Ich habe jetzt so einen riesen Karton vorbereitet. Hier. Das ist eine Hello Fresh Box gewesen und alles mögliche reingetan, also Obst, Gemüse, Kaffee, also unten ist sehr, sehr viel zum Essen drinnen, ich hatte noch voll viele Pilze und so da, also alles ist drin. Unser Karton ist ja auch, ist jetzt auch fast voll und ich habe das halt auf eBay Kleinanzeigen gestellt und da hat sich eine Mama gemeldet, gib mir mal bitte die Tüte, Lina. Sie meinte halt, dass sie das nötig hat. Sie ist alleinerziehend. Ja, ich meinte jetzt, ich habe einen Karton und sie meinte, ich habe kein Auto. Sie hat nur einen Rucksack dabei. Ich habe dann gesagt, egal, wir machen das schon irgendwie. Und dann habe ich noch für die Tochter Süßigkeiten reingepackt, die wir sowieso nicht essen will. Also, was bei uns einfach nur rumliegt und auch noch gut ist, ist einfach viel zu schade. Diese Mentos, Mau, Am und so, was Lina alles bekommen hatte zur Lias Geburt. Habe ich jetzt alles reingepackt. Sie hat sich natürlich noch ein paar Sachen ausgesucht, was sie haben wollte. Hat sie aber auch nicht gegessen. Ja, ich kann euch das nur empfehlen. Das fühlt sich echt gut an. Die ist jetzt auch gleich da, die Frau. Und ja, ich finde das gut, wenn du, auch wenn es was Kleines ist, das ist keine Geldspende oder so, aber Leute, soll ich euch was sagen? Wenn du diese Sachen beim Rewe oder beim Kaufland, egal wo kaufen wollen würdest, das wären locker 50 Euro und ich kann das voll verstehen, wenn eine alleinerziehende Mutter das einfach nicht alleine schafft. Deswegen bin ich umso mehr froh. Ja, also ich kann es euch nur empfehlen, macht das alle 3-4 Monate einmal und das wird euch echt gut tun. Wenn ihr die Frau oder den Mann dann seht, dessen Augen strahlen, ich habe es auch Suppe und so reingepackt, alles von der Brandnussbox, was ich nicht benutzt habe, ihr wisst ja, ich das immer auf Seite und dieses Mal wussten wir nicht, was wir damit machen sollen und wir brauchen einfach diesen Platz, habe ich euch ja gesagt, im nächsten Monat. Deswegen unser Zimmer sieht jetzt auch wieder richtig schön aus. Sieht man jetzt nicht so gut, aber ich habe alles sortiert. Und hier haben wir jetzt auch wieder mehr Platz. Man sieht halt nicht so. Man sieht alles nicht so gut. Willst du einen Lutscher? Hast du dein Spielzeug aufgeräumt, Anna? Ja. Viele Süßigkeiten, ein paar Kekse, Schokolade, also alles, was wir noch hatten. Wir haben einfach alles doppelt und dreifach, das brauchen wir nicht. Wir haben auch voll viele gesagt, warum kochst du nicht und verteilst das an Obdachlose. Leute, sorry, draußen schneit es voll. Das haben jetzt mehrere geschrieben, aber eine war total böse. Es schneit draußen bis zum geht nicht mehr, also man sieht kaum die Straßen. Die Obdachlosen sitzen bei uns meistens in der Stadt rum, am Neumarkt. Und ich kann da nicht mit zwei Kindern hin. Wo soll ich das Essen hin tun? Wo soll ich Lina hinpacken? Audet ist nicht zu Hause.
das kann jemand machen, der Zeit hat und dessen Mann 24 Stunden zu Hause ist oder so. Aber ich kann mir das nicht leisten. Ich kann das auch nicht machen. Und ich finde es genauso gut, wie wenn ich die Box jemandem schenken kann, der das auch nötig hat. Das Gute ist, bei uns gibt es in Köln, soweit ich weiß, für Obdachlose auch Cafés, die den Menschen dort Essen anbieten. Deswegen, man kann sich natürlich aussuchen, wie man helfen möchte. Ich würde es auch gerne tun. Das, sowas kann man machen, wenn du zwei große Kinder hast. Aber Lia im Kinderwagen, Lina an der Hand und dann noch zwei, drei Töpfe Essen. Und dafür brauchst du auch Besteck und Tassen und Teller. Das muss alles geplant sein. Ich kann das nicht heute auf morgen einfach so machen. Das geht einfach nicht. Deswegen ist das jedem selbst überlassen. Wenn dir das nicht passt, dass ich das so mache, dann mach du das so, wie du es möchtest. Aber das sind meistens auch Leute, die selber nicht mal irgendeine Kleinigkeit spenden und danach rumjammern. Das finde ich total schade. Wenn dir das nicht gefällt, wie ich meine Spende mache, dann mach du es so. Koch du, mach zwei, drei Töpfe voll mit Suppe und verteil das draußen an die Obdachlosen. Dann bist du ein guter Mensch. Aber andere zu verurteilen, macht dich nicht zu einem guten Menschen, finde ich. Also das ist meine persönliche Meinung. Wie ihr darüber denkt, das ist natürlich euch überlassen. Aber ich kann nicht bei so einem Schneesturm raus mit den Kindern. Also es schneit wie keine Ahnung was. Ich sehe wirklich nur die Umrandung von den Bäumen gerade, wenn ich aus dem Balkon schaue. So, naja, egal. Ich will mich jetzt nicht unnötig aufregen. Übrigens haben mir voll viele geschrieben, dass ich keine Blutungen mehr haben werde, wenn ich diese Pille nehme. Aber ich habe seit vorgestern Blutungen. Ist das normal? Ich habe jetzt im Internet gelesen, dass das normal ist. Aber ich habe ein bisschen Bange. Ich weiß nicht, ob das eine Zwischenblutung ist, weil ich habe keine Unterleibsschmerzen. Eigentlich, wenn ich meine Tage bekomme, kriege ich immer Unterleibsschmerzen. Aber das sind einfach nur so Blutungen. Ja. Ist auch nicht so viel, wenn ich meine Tage habe, aber ist schon ein bisschen. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, ob das normal ist. Naja, ich schmink mich jetzt aber auf jeden Fall. Ich habe übrigens eine Umfrage gemacht mit eure Geheimnisse auf Instagram. Und Leute, wenn ihr wüsstet, was das für Geheimnisse sind. Also für die Instagram haben, haben das mitbekommen. Aber manches finde ich so krass. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Personen lügen, weil ich stalke alle Profile, die mir geschrieben haben. Ja, da ging es übrigens darum, zum Beispiel. Was? Moment. Ich habe halt immer drauf geantwortet. Zum Beispiel hier. Ich bin schwanger, mein Mann weiß nichts davon, er denkt, dass ich die Pille nehme. Also das heißt, sie ist... Also das heißt, sie wusste, dass sie schwanger werden kann und hat ihren Mann sozusagen verarscht. Dann habe ich geschrieben, ups, also willst du ihm sagen, dass du trotz Pille schwanger geworden bist? Oder hier, mein Geheimnis ist, dass ich Drogen genommen habe und seitdem ich schwanger bin, sofort damit aufgehört habe wahrscheinlich. Dann habe ich geschrieben, Gott sei Dank, hast du damit aufgehört. Oder mein Geheimnis ist, dass ich mein Zeugnis gefälscht habe und jetzt eine tolle Ausbildung habe. Da habe ich geschrieben, ich hoffe, du wirst nicht erwischt. Also es kommt nicht raus. Oder hier. Mein Geheimnis ist, dass ich meinen Mann mit seinem Freund betrüge. Also hier sind echt krasse Sachen dabei. Mein Geheimnis ist, dass ich was mit dem Mann meiner Schwester hatte. Ist aber vorbei. Zu voll gechillt, ist aber vorbei. Oder hier, ich wurde von meinem Mann erwischt beim Fremdgehen. Und dann frage ich mich, warum ist man mit jemandem verheiratet oder zusammen, mit dem man nicht glücklich ist? Wenn ihr so einen Scheiß doch abziehen wollt mit dem Fremdgehen, dann trennt euch, macht Schluss und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber Leute, ihr habt nicht das Recht, einen Menschen so derart zu verletzen. Das ist nicht einfach mal so ein blaues Auge, was nach der Zeit vergeht. Das ist, du betrügst diesen Menschen und dieser Mensch kann vielleicht wegen dir keine neue Beziehung anfangen, weil der einfach kein Vertrauen mehr in die Menschen hat. Stell dir vor, du vertraust einer Person so sehr, du bist 10, 15 Jahre mit der Person zusammen und danach bist du so derart mit einem Messer in deinen Rücken gegangen. Mit dem Messer wird in deinen Rücken gestochen und dann noch schön umdrehen, ne?
Das ist richtig asozial. Aber das finde ich auch krass. An meiner Hochzeit wurde ich an Gold geklaut und ich weiß, wer es war, sonst keiner. Oder hier, mein Geheimnis ist, dass meine beste Freundin sich an meinen Mann gemacht hat. Oder hier, mein Geheimnis ist, dass ich mich scheiden lassen will, damit ich meinen jetzigen Freund heiraten kann. Weil ich dann heiratet, ne? Man kriegt ja alles zurück, was man tut. Oder hier, hab meinen Mann erwischt, wie er mir fremd geht, er weiß nichts davon. Trink einen Arschtritt und tschüss. Oder was ich auch sehr schade finde, dass mein Mann mit einem Mädchen geschrieben hat, obwohl wir verheiratet sind. Dazu kann ich nur sagen, Mädchen heißt für mich 18, 19 Jahre alt. Das ist ja schon krass, ne? Wenn das der Mann dann macht. Oder hier, das finde ich am krassesten. Das mit der Schwester ist ja schon krass, aber das ist noch krasser. Mein Geheimnis, mein Mann denkt, dass unser Sohn von ihm ist, aber er ist von meinem Ex. Dann habe ich geschrieben, du verschweigst deinem Ex, dass er Vater ist und deinem Mann, dass er eigentlich gar keinen Sohn hat. Hat das dein Sohn verdient oder die beiden Männer? Oder tust du das nur, damit dein Mann sich nicht von dir trennt? Schade, einfach nur schade. Ihr wisst ja, ich habe damals, was heißt damals, bevor ich schwanger war, Videos gedreht zu euren Geschichten. Und das machen jetzt einige YouTuber natürlich auch. Damit kann man gut Klicks machen. Aber ich habe das damals einfach nur so gemacht, wenn ihr wisst. Hättet ihr dann Lust, dass ich das wieder mache, dann könnt ihr hier oben abstimmen. Also auf dem i, ich blende euch das jetzt ein. Dann könnt ihr abstimmen, ob wir wieder solche Videos machen sollen. Dann könnt ihr an meine E-Mail-Adresse, was unten in der Infobox verlinkt ist, eure Geschichte schreiben. Die kann auch von mir aus 10 Seiten lang sein. Ich lese sie dann vor. Dann kann ich das abends filmen, wenn Audrey zum Beispiel abends nicht zu Hause ist und die Kinder schon am Schlafen sind. Dann können wir uns austauschen und halt unten in den Kommentaren wieder. Mir hat das damals sehr Spaß gemacht. Also wenn ihr Lust drauf habt, dann gerne. Naja, ich koche jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, die Brandnussbox ist da. Ich zeige euch mal kurz, was drin ist. Und zwar einmal Weingummis. Ich muss schnell machen, hier liegt nämlich auf dem Bett. Dann einmal Eiweißbrot, das ist perfekt, weil wir haben auch Brot gebraucht. Dann haben wir hier Basilikum mit nativem Olivenöl. Dann haben wir hier einmal Happy Day Cranberry. Ich liebe diese Marke. Die haben auch einen geilen Kirschsaft. Dann haben wir hier Mai Tai Cocktails mit Alkohol, ja, mit Rum. Dann geht's weiter. Wow. Hier haben wir einmal rote Grütze, das schmeckt super lecker als Tee. Den haben wir früher im Laden verkauft. Dann einmal Loka. Sweet Mint haben wir einmal. Ja. Dann einmal Kaffeekrumm von Melita. Kaffeebohnen von Melita. Soweit ich weiß, schmecken die ganz, ganz lecker von Melita. Dann haben wir hier Haferbites. Sieht auch lecker aus. Dann haben wir hier Reisknacker von N.A. Und einmal Nudeln. Das kann ich dann gleich mit aufs Tisch stellen, wenn wir Besuch bekommen. Das sieht ja lecker aus. So, ihr Lieben, ich bin jetzt ein bisschen im Stress. Wir sind nämlich jetzt gleich da. Lina wollte natürlich nicht schlafen. Wir haben nämlich erst 19.30 Uhr. Ich werde jetzt auf jeden Fall das hier machen, diese Cremes, ganz schnell, damit ich ein Dessert habe für den Besuch. Die sind nämlich schon 15, 20 Minuten da. Ja, das heißt, Mama muss jetzt Gas geben, ne? So, Milch. Ich muss auch noch die Getränke rausholen, also reinholen. Milch da. Mhm. Ja, Milch. So, dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt ganz schnell die hier gezaubert. Da ist ganz unten sind Erdbeeren, danach diese Soße, Erdbeeren und dieses Napoleon oder wie das auch heißt. So, die müssen jetzt auch jeden Moment kommen. Lina hat netterweise die Getränke schon. Die Getränke, sage ich. Nein, Lina, du kannst gleich was essen, ja?
So, Lena hat netterweise schon den Tisch mit den Gläsern vorbereitet. Also sie hat die Gläser dahin gebracht. Ja, okay, das kannst du trinken, aber warte. Ich muss jetzt nur noch die Getränke aus dem Balkon holen. Und ich kann nicht mehr. Oh, du meinst, stresst dich nicht, aber wie denn? Ich sollte Lina eigentlich, also ich wollte Lina schlafen legen, damit wir das in Ruhe machen. Und die wollte nicht schlafen, aber dann meint dann egal, schlägst du dann schlafen, wenn ich denn da bin. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. So, ihr Lieben, ich habe jetzt den Tisch gedeckt. Ich habe ehrlich gesagt nichts vorbereitet, außer dieser Joghurtbecher. Lina ist wie gesagt noch wach. Aber der hat sie hübsch gemacht, der ist auch gerade nach Hause gekommen. Und Lia schläft. Und da ist unser Ordner mit den ganzen Papieren. Und Schatz, meinst du, wir werden jetzt ärmer? Ja, ne? Ärmer? Die Leute, die denken, YouTube ist keine Arbeit, Leute. Da. Das ist alles Papierkram. Wie lange saß ich gestern da dran? Lange. Ne? Ja. Der ist müde. Gerade nach Hause gekommen, zickzack. Es regnet. Boah, ich hab echt diese Werte vermisst, Wallah. Ja, es schneit. Papa, Julia? Die hat direkt von allem ein bisschen probiert. Guck mal, guck mal. Das macht man nicht, Ninosch. Aber du hast es angebissen. Dann musst du das zu Ende essen. Okay. So, ihr Lieben, ich wollte mich kurz verabschieden. Jetzt schon den nächsten Tag. Ich wollte auch direkt wieder anfangen zu vloggen. Ja. Unser Besuch ist erst um 2 Uhr nachts gegangen und ich musste schon um 8 Uhr wieder aufstehen. Ich bin einfach kaputt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.